Hallo, ich habe gestern auf Instagram ein Bild gepostet mit diesem Look hier und ihr habt alle gefragt, was das für ein Lippenstift, könntest du den Look nachschminken? Zeig uns bitte, wie du dich geschminkt hast und hier ist der Look. Ich habe zwar für heute was anderes gedreht und ich habe gerade beim Schneiden, ich habe die ganze Nacht wirklich die ganze Zeit nur überlegt, drehst du das jetzt schnell morgen früh ab, aber eigentlich hast du keine Zeit dafür und dann dachte ich, drehst du das morgen nicht ab und drehst das in Ruhe nächste Woche ab, also diesen Look. Und ich habe dann gerade beim Schnitt festgestellt, dass der Ton miserabel war, wahrscheinlich weil die Speicherkarte kaputt ist. Das hatte ich bei dieser Speicherkarte schon mal und deswegen muss ich sowieso die Videos für heute und Sonntag neu drehen und dachte mir, ich mache direkt einen Style-and-Talk draus. Also, und ja. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt ganz viel Spaß bei diesem Tutorial. Los geht's. Ich habe jetzt schon die Firm It Up von Benefit drauf gemacht. So als Augencreme. Und mir was auf die Lippen gegeben. Ansonsten habe ich nichts auf dem Gesicht. Ich habe mir meinen Finger aufgeschlitzt. Und ich werde jetzt zwei Foundations miteinander mischen. Und zwar einmal die All Nighter Foundation von Urban Decay. Und einmal die Estée Lauder Double Wear. Aus dem Grund, weil die All Nighter Foundation mir einfach etwas zu hell ist. Ansonsten würde ich sie auch sehr gerne mal alleine ausprobieren. Da müsste ich mir aber noch einen dunkleren Ton besorgen. Und das nehme ich jetzt einfach mit dem Beauty Blender auf. Vermische das so ein bisschen hier mit der Spitze. Und verteile das. Ich verstehe nicht, warum ich immer den Primer vergesse. Also werde ich jetzt vorher noch den Porefiller von NYX nehmen und das in meine Haut einarbeiten. Das ist natürlich schon ein bisschen Foundation jetzt drauf, ne? Dann nehme ich hier die Foundation auf meinem Handrücken und verteile das einmal auf meinem Gesicht. Also wäre das meine richtige Farbe mit der All Nighter, könnte das, glaube ich, meine liebste Foundation werden. Wenn ich sie nämlich so alleine auftrage, ich habe das ja gestern alles schon gemacht, dann fühlt sie sich wirklich super an. Aber ich werde mir da auf jeden Fall einen helleren Ton mal holen. Gott, das sieht so schlimm aus. So, jetzt mache ich mal Concealer drauf, weil das sieht jetzt gerade echt schlimm aus. Ich gebe mir hier den NARS Radiant Creamy Concealer in der Farbe Custard auf meine Lider und verblende das Ganze mit einem Pinsel. So prime ich eigentlich immer mein Lid mit Concealer. Nämlich diesen Concealer hier von MAC. Das ist der Pro Longwear Concealer in der Farbe NC25. Und den gebe ich mir direkt auf dem Beauty Blender so drauf. Mit einem Pumpstoß. Und dann verteile ich das erstmal unter meinen Augen. Dann habe ich noch ein bisschen was auf meinen Nasenrücken gegeben und etwas auf meinem Kinn. Aber ich verblende das Ganze jetzt erstmal mit dem Beauty Blender. Danach nehme ich das Laura Mercier Secret Brightening Powder und gebe mir das mit dem Beauty Blender ebenfalls auf den Concealer drauf. Dann habe ich das Ganze gebaked und gesettet. Wieder einfach hier mit dem Blender rein und dann. Ich versuche da nicht zu viel zu nehmen, weil das wirklich aufhellend ist. Das ist wirklich ein stark aufhellendes Produkt. Am besten guckt ihr so nach oben mit dem Kinn nach unten geneigt. Dann habt ihr eine gerade Fläche. Und dann könnt ihr euren Beauty Blender nämlich perfekt auch in die Falten kriegen mit dem Puder. So, ich habe jetzt auch ein bisschen meine Nase noch gemacht und dann auch noch ein bisschen, ganz, ganz, ganz bisschen auf mein Kinn gegeben. Ich mache jetzt einfach aus dem Grund Baking, weil ich weiß, wir werden wahrscheinlich Fallouts haben und dann ist es ganz gut, wenn man das Ganze wieder wegfegen kann. Ich nehme jetzt das Essence All About Matte Puder mit einfach einem Pinsel auf und gebe mir das ebenfalls auf die Augenlider, weil das fängt schon an zu creasen und wollten wir eigentlich vermeiden. Übrigens, ich habe mich geschnitten. Das tut mir wirklich leid, wenn ihr das sehen müsst. Aber ich kriege einfach die Blutung nicht gestoppt. Also hier. Und ich habe nur dieses Pflaster, wo man das durchsehen kann. Ich habe alles durchsucht. Ich habe keine anderen Pflaster. Und ich habe mich einfach eigentlich nur an der Haarnadel so geschnitten. Aber so längst halt auf. Ja, ich weiß, das soll jetzt keiner hören. Aber deswegen sieht das jetzt so aus. Das tut doch nicht weh oder so, ne? Ich nehme jetzt Hoola von Benefit und nehme einen Pinsel. Wo bist du? Und zwar den 109 Luxe Face Paint. Ich werde auch gleich meine Pinsel waschen, das werdet ihr dann gleich im Vlog sehen. Ich hoffe, das klappt mit diesem Finger. Ist ja immer schon ein bisschen blöd, wenn der Zeigefinger irgendwas hat, ne? Dann ist es so, wobei, wenn jeder Finger was hat, man unterschätzt das irgendwie alles, bis man irgendwelche Probleme damit hat. Und dann hat man es und dann denkt man sich so, ihr habt mich letztes Mal angesprochen auf das, was ich bei der Oberlippe mache. Also bei der Kamera sah es auch echt stark aus. Kann auch sein, dass es im Alltag stark aussah, aber das ist mir jetzt persönlich nicht aufgefallen. Nur beim Schnitt dachte ich mir so, also hier oben das, ne? Ganz, 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 ganz wenig versuche ich davon. Ich trage das jetzt wieder ein bisschen mit dem Finger ab, weil das wirklich durch die Kamera noch stärker aussieht. Aber wenn man das macht, dann hebt das auf jeden Fall die Lippe optisch an. Also mein Papa sagte zu mir, du hast was an deinen Lippen gemacht. Ich so, nein, Papa, habe ich nicht. Doch, hast du wohl. Die sieht da oben so nach oben geliftet aus. Ich so, ich habe mir nichts in die Lippen gespritzt, aber okay, wenn du davon ausgehst. Ich habe mir jetzt mal das Baking wieder ein bisschen von der Nase genommen
Und in die Augen gegeben. Damit ich auch meine Nase konturieren kann. Ich habe ja gestern, wie gesagt, schon Videos gedreht, eigentlich für heute und Sonntag. Und für das Sonntagsvideo habe ich euch eigentlich auch schon meine Bürste gezeigt, weil ich die hier habe, die ich dann wahrscheinlich in meinem Merch haben werde. Ich werde die euch aber gleich mal zeigen, wenn ich fertig bin mit meiner Nase. Ich muss auch echt mal Pinsel waschen, die sind alle so dreckig. Als nächstes mache ich jetzt meine Augenbrauen mit diesem NYX Augenbrauenstift. Ich finde den eigentlich ganz gut, der hat wieder auf beiden Seiten was. Also ich mag das ja sehr gerne, wenn auf einer Seite ein Bürstchen ist, weil da schon Puder und sowas alles reinfällt. Und dann kann man die sich auch nochmal zurechtkämmen. Deswegen finde ich so ein Bürstchen eigentlich immer ziemlich essentiell. Also wirklich. Ich nehme jetzt hier unten einfach nur eine Linie. In meinem Vlog habt ihr ja gesagt, dass meine Augenbrauen am Anfang zu dick sind. Deswegen werde ich die jetzt mal dünner machen. Sieht so blöd aus mit diesem Pflaster. Ich werde das jetzt gleich mal wechseln und die Bürste eben holen gehen. Jetzt ist das besser. Ist das jetzt besser mit der Augenbraue? Ist sie gut so? Oder muss ich noch irgendwas machen? Ich freue mich ja, wenn ihr mir hilft, ne? Also wenn das jetzt nicht so ist, deine Augenbrauen sind scheiße. Aber ey, deine Augenbrauen gefallen mir dieses Mal nicht so gut. Du könntest das und das mal versuchen. Da bin ich euch immer wirklich sehr dankbar für. Ich hatte nämlich hier eine Linie zu viel. Und das wollte ich dann, ich meine, da waren ja Haare und da musste ich ja anfangen auszufüllen. Und deswegen sah das immer komisch aus. Und ich dachte mir schon immer, das sieht komisch aus. Aber ich dachte, wenn du jetzt eine Reihe da wegnimmst, dann werden die so dünn. Aber ich glaube, das hat ganz gut geklappt. Also besser als vorher finde ich das jetzt schon, oder? Ich habe das hier hinten jetzt auch ein bisschen mehr wachsen lassen. Sowas geht halt nicht über Nacht, ne? Auf sowas muss man halt echt Geduld haben. Bei sowas muss man echt Geduld haben. Gib mein Bestes, Ladies. Ich habe jetzt mein Pflaster gewechselt und es hat aufgehört zu bluten. Das heißt, es wird jetzt das Video lang... Okay, es kommt wieder durch. Aber ich hoffe, dass es jetzt aufhört. Ich habe hier meine Bürsten. Also erstmal sah sie so aus. So fand ich sie nicht so schön. Ich fand, sie sah nicht so hochwertig aus. Und sie hat mir einfach nicht gefallen. Das hier außen war mir zu dick. Dann war das hier, das war mir zu wenig. Irgendwie, wenn man jemand viel Haar hat, finde ich das ein bisschen blöd. Und jetzt habe ich mir gerade die Haare damit gekämmt. Deswegen sieht das ein bisschen... Oh, jetzt fängt es wieder an zu bluten. Aua. Oh, das ist auch direkt am Knick, wisst ihr? So direkt zwischen dem Knick hier so. Und deswegen reißt es immer wieder auf. So sieht die Bürste jetzt aus. Ich finde die richtig schön. Ich finde die total hochwertig. Das sind Holznoppen. Wundert euch nicht, hier in der Mitte ist so ein kleines Loch. Da sind jetzt Haare drin. Sieht jetzt echt eklig aus. Aber das ist einfach, damit die auch Luft ziehen kann. Ich wollte, dass die Borsten hier nicht so hoch sind, weil sonst die Haare sich super schnell darin verhängen können. Und man dann auch ja, schmalere Partien nicht so gut durchkämmen kann. Sie hat aber Noppen und ich weiß nicht, ob jeder Noppen mag. Und deswegen soll ich noch eine ohne Noppen machen lassen und dann gucken. Aber das dauert alles so lange immer. Ich werde auf jeden Fall versuchen, eine noch hinzubekommen ohne Noppen und dann zu gucken, was besser ist. Aber ich hatte bis jetzt echt... Also ich mochte sie sehr gerne und hier hinten steht das drauf. Ist das richtig rum? Jetzt, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt zeigen darf. Aber ich habe es jetzt getan. Was soll denn passieren? So, ich werde Gimme Brow nehmen vom Benefit und mir damit nochmal die Wimpern so setten. Dadurch, dass das getönt ist, kriegt das nochmal so ein paar Stellen, die ich nicht hingekriegt habe. Beziehungsweise dafür ist der NYX-Stift doch zu hart irgendwie. Also der ist zwar super, aber ich finde, so ein getöntes Augenbrauengel macht die dann nochmal einen Ticken voller. Und da sind ja auch so kleine Mikrohärchen drin. Fangen wir an mit den Augen. Und zwar werde ich jetzt einen fluffigen Pinsel nehmen. Den habe ich gestern auch schon dafür gebraucht. Das ist ein Blenderpinsel von MAC. Da ist die Schrift auch schon ab. Und ich bin einfach in Hoola gegangen. Oder in irgendeinen beliebigen Braunton, den ihr habt. Das ist völlig egal. Hauptsache, es ist so ein... Ja, so eine Transition Color, so zum Verblenden wird das dann sehr einfach und eure Lidfalte sieht dann auch tief aus. Und das gebe ich mir, wie gesagt, in die Lidfalte rein und verblende das direkt und ziehe das auch bis vorne hin. Das kommt auch gleich auf meinem unteren Wimpernkranz, aber ihr seht, das hat direkt schon so eine Tiefe und wenn ich jetzt gleich den dunkleren Lidschatten drauf gebe in die Lidfalte, dann wird das nicht so fleckig werden, auch wenn wir das vorher schon gesettet haben. Aber wie gesagt, die Tiefe macht es dann auch nochmal. Jetzt habe ich das Wort Übergangsfarbe, also Transition Color, so eine Übergangsfarbe bis halt hoch zur Augenbraue. Also ihr seht, das sieht schon richtig verblendet direkt aus. Und
dann legen wir Hula auch schon mal weg, bis wir zu dem unteren Wimpernkranz kommen. Und ich würde immer eigentlich dazu raten, wenn ihr einen Bronzing-Puder benutzt, hier oder überall, das euch auch immer die Lidfalte zu geben, weil das wiederholt sich dann und sieht dann wirklich richtig schön aus. Jetzt werde ich diesen Ton hier nehmen. Das ist so ein Altflieder und er nennt sich Blackberry von MAC. Und ihr könnt da wirklich alle Töne nehmen, die ihr da habt. Das müssen jetzt nicht unbedingt MAC-Lidschatten sein, aber wenn ihr sie halt da habt, dann könnt ihr sie auf jeden Fall verwenden. Und ich werde jetzt von Evelyn so einen schmaleren, fluffigen Pinsel nehmen. Und diesen Schritt könnt ihr absolut skippen. Ihr braucht das nicht. Es ist nur, wenn ihr den da habt, dann könnt ihr nochmal einen Übergang zaubern. Und das werde ich mir nur in die hintere Lidfalte geben. Also wirklich, ich werde mich hinten konzentrieren darauf, dass es hinten auch bleibt und nicht so hochziehen. Ich verblende das eher nach unten und in die Lidfalte und nicht wirklich nach oben, damit wir diesen Übergang von Bronzer noch da haben. Als nächstes habe ich Beauty Market genommen und ich weiß nicht, ob ihr das so gut erkennen könnt, aber das ist ein Schwarz mit so lilanen Partikeln drin. Also ein Schwarz mit ganz vielen lilanen Pigmenten gemischt. Ihr könnt dafür auch natürlich ein normales Schwarz nehmen, weil super viel werden wir davon sowieso nicht gebrauchen. Und ich gehe da einfach mit dem Pinsel nochmal rein. Und der ist eigentlich ziemlich zickig im Auftrag. Also so schön im Auftrag ist der leider nicht. Und den gebe ich mir in die Lidfalte. Also ich tippe das in die Lidfalte rein. Und dann wechsle ich auch schon die Seite, ohne viel Produkt damit reinzunehmen. Und gebe das wirklich nur erstmal in die Lidfalte. Auch ziemlich, ziemlich unordentlich. Und dann werde ich mir einen Blenderpinsel nehmen und das Ganze verblenden. Und das Schwarz so lange aufbauen, bis die gewünschte Intensität da ist. Die lilanen Partikel, die hier in dem Lidschatten drin sind, die erkennt man auf dem Auge wirklich nicht. Also das ist eigentlich einfach nur ein Schwarz. Also da erkennt man wirklich nicht, dass da lilane Partikel drin sind oder so. Ich habe mir einfach nur, als ich den damals gekauft habe, erhofft, dass man das schon so ein bisschen sieht, aber man sieht davon wirklich überhaupt nichts. Ihr könnt da einfach einen normalen schwarzen Lidschatten nehmen. Und dadurch, dass wir halt so viele Übergänge unten drunter haben, lässt er sich dann auch gut verblenden. Für mich reicht das jetzt mit dem Schwarz und deswegen werde ich jetzt zu den Lila-Tönen übergehen. So, meine Kamera hat nicht mehr aufgenommen. Ich werde jetzt euch das nochmal erklären. Also ich habe diesen Pinsel genommen, besprüht. Ich glaube, das war noch mit drauf. Und dann habe ich Star Violet genommen. Das ist auch ein Lidschatten von MAC. Und das ist der, der diesen ganzen Spaß eigentlich ausmacht. Der ist wirklich sehr, sehr schön. Der macht so einen lila Schimmer, rot. Irgendwie changiert er in mehreren Farben. Also es sieht schon sehr rötlich aus so im Licht und auch auf dem Instagram-Bild. Es ist so ein rot-lila, also eine sehr seltene Farbe. Da wüsste ich auch nicht, ob ich einen Dupe dazu finde. Und gebe mir das... Boah, der ist richtig schön. Schaut mal. Also dadurch, dass ich den Pinsel vorher angesprüht habe, ist der auch total intensiv geworden. Und jetzt nehme ich mir einfach nochmal diesen Pinsel, also irgendeinen Blenderpinsel, verblende den Übergang nicht, dass da so eine harte Kante entstanden ist. Wie gesagt, verblenden ist das A und O. So, und das war's auch schon. Jetzt werde ich mir hier unten das wegfegen. Ich werde mir auf jeden Fall das Laura Mercier Puder kaufen, das normale Translucent Puder. Also ich werde jetzt wieder hier mit Hula anfangen. Und das mit einem Blenderpinsel hier drunter geben, damit wir wieder so einen schönen Übergang haben. Dann werde ich den Pinsel wieder ansprühen und wieder Star Violet nehmen. Und das Ganze eher so auf die Spitze konzentrieren von dem Pinsel. Und dann gehe ich einmal von rechts nach links. Also wirklich, ich ziehe das bis ganz nach vorne. Und jetzt nehme ich die Rückseite von dem Pinsel, das ist so ein, also von diesem Evelyn-Pinsel. Das ist so flach hier vorne. Und da nehme ich diesen Schwarzton auf. Wie gesagt, jeder andere Schwarzton tut es auch, weil diese lilanen Partikel, die sieht man jetzt vielleicht so ein bisschen, die sieht man da drunter nicht. Und das klopfe ich dann wieder ab. Und das gebe ich mir nur hinten in mein hinteres Drittel rein und drücke das so richtig in den Wimpernkranz rein. Also wenn ihr das halt hinten ans Auge gebt, dann könnt ihr das Auge optisch vergrößern. Und das Ganze mache ich auch über dem Wimpernkranz. Ich mir einfach so ein bisschen Schwarz drauf gebe, dass ich meinen Wimpernkranz verdichtet habe. Ihr könnt jetzt, wenn ihr wollt, einen Gel-Eyeliner nehmen. Ich werde jetzt diesen hier von Maybelline nehmen. Der sieht so aus. Der nennt sich Eye Studio Long Lasting Drama Gel-Eyeliner. Und das werde ich jetzt einfach mit einem abgeschrägten Pinsel aufnehmen. Und das wieder auf meinen Wimpernkranz geben, aber wirklich nur ganz
ganz nah am Wimpernkranz, sodass das da verdichtet ist. Kennt jemand ein Wimpernstudio, wo ich meine Wimpern auffüllen lassen kann in Köln? Weil meine Wimpern natürlich nach 2-3 Wochen jetzt nicht mehr so gut aussehen wie vorher. Ich habe mir hier hinten noch so einen Wing gezogen, aber wirklich nur mit dem Restprodukt habe ich einmal nach hinten gewischt. Dann sieht das auch sehr leicht nur aus und nicht so stark nach einem Eyeliner. Dann werde ich mir auch Produkt nach vorne noch nehmen. Und das mache ich auch hinten am hinteren Drittel, was ich dann aber direkt wieder verblende. Und dann tusche ich mir die Wimpern mit der The Real Tinted Mascara, diesem Primer. Und zwar nur die unteren Wimpern. Wenn ihr euch da, wie ich, ein bisschen eingesaut habt, dann könnt ihr einfach euren Pinsel nehmen und da nochmal über diese eingesaute Stelle gehen. Und jetzt nehme ich die Roller Lash vom Benefit und tusche mir einmal meine Wimpern. Dann habe ich mir einen Blush genommen in so einer Farbe. Guckt einfach mal zu Hause, ob ihr so eine Farbe kriegt. Also hauptsächlich hier hinten diesen Ton. Also so einen bärigen lila Ton. Und das habe ich mir mit dem Bare Minerals Duo Blush aufgenommen. Und zwar nehme ich die Seite hier für den Blush. Und habe mich hinten wirklich auf diesen Pflaumenton konzentriert. Und das gebe ich mir nur auf die Kontur. Und ziehe das dann erst langsam nach vorne, weil mir steht das nicht, wenn das vorne so rot wird. Und was ich immer mache, ist, das Restprodukt noch so ein bisschen auf der Nasenspitze zu verteilen. So, weil sich das Ganze dann nochmal wiederholt. Und ihr könnt, wenn ihr wollt, das habe ich jetzt gestern nicht gemacht, einen fluffigen Pinsel nehmen, hier hinten in diesen Ton gehen, das wirklich richtig gut abklopfen, also richtig gut. Und dann nochmal in eure Lidfalte gehen. So wiederholt sich das auf euren Wangen dann eben nochmal auf den Augenlidern und dann sieht das wirklich richtig schön aus. Dann passt das alles sehr, sehr gut miteinander zusammen. So, ich werde mir die 59G mal auf die Lippen geben, aber das ist völlig egal, welchen Ton. Ich gebe das einfach nur, ja, ich möchte einfach nur einen Lipliner drauf geben, damit ich kein Ausbluten von dem Lippenstift gleich habe. Ich habe dann Brave von MAC genommen und mir das auf meine Lippen gegeben. Also, der Ton sieht so aus, falls ihr einen ähnlichen zu Hause habt. Schaut mal danach. Und was ich dann als nächsten Schritt gemacht habe, ist, ich habe, ich meine, man sieht ja, dass es ein bisschen anders aussieht als auf dem Foto von gestern. Ich habe mir einfach das All About Matte Puder von Essence genommen, weil ich wollte einen matten Lippenstift haben. Und ich habe mir dann so einen, ihr seht schon auf der Seite, einen flachen Pinsel genommen. Und ich bin dann da rein und habe mir das auf die Lippen gegeben. Wenn ihr eine typische Angelina Jolie-Falte hier in der Mitte haben wollt, dann könnt ihr gerne den Essence Lip Liner in der Farbe Satin Mauve nehmen. Das ist wirklich fast derselbe Ton wie Brave. Also, ich swatch das mal. Oh nee, doch nicht fast der gleiche Ton. Aber auf jeden Fall eine Nuance dunkler. Und dann könnt ihr einfach hier so eine Linie ziehen und hier oben in der Mitte bisschen verdunkeln. Ey, wisst ihr, was ich richtig vergessen habe? Den Highlighter im Innenwinkel und so. Gott, das Video wird 1000 Jahre lang gehen. Ich werde jetzt so einen Pencil Brush nehmen und Nylon von MAC. Nylon ist ein richtig heftig pigmentierter Ton, Highlighter-Ton. Also der ist schon richtig fett pigmentiert. Und den gebe ich mir unter meine Augenbraue, verblende das ein bisschen nach unten und ziehe den Rest dann nach vorne. Und das habe ich auch im Innenwinkel gemacht. Ich habe das einfach mit dem Pinsel aufgenommen, hier drauf so konzentriert und das dann an die Seiten verblendet. Nylon ist wirklich so ein richtig schöner Highlighter-Ton. Ich habe hierfür den 151 Eyeshadow Brush von Barbara Hoffmann genommen und mir den hier so verteilt, damit sich das mit der Augenbraue wieder verbindet. Dann habe ich mir das natürlich auch auf die Nasenspitze gegeben und hier oben auf den Nasenrücken. Wem das zu viel ist, der sollte nicht mit dem Finger drüber gehen, sondern mit einem Pinsel nochmal was wegnehmen, weil mit dem Finger arbeitet ihr das Pigment nochmal in die Haut ein und dann ja, wird das halt viel mehr. Und dann habe ich noch am Ende das Charged Water von MAC genommen. Und habe dann so mit meinen Händen das so trocken geföhnt gewedelt. So ihr Lieben, das war es auch schon mit diesem ultralangen Look. Ich hoffe natürlich, dass ich das Video kurz schneiden kann. Falls ihr noch nicht abonniert habt, dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr das einmal unten tun würdet. Ansonsten freue ich mich natürlich über den Daumen hoch für das 1000-mal neu drehen. Wobei, egal. Ja, und dann wünsche ich euch noch einen wundervollen Freitag, ein wundervolles Wochenende. Und wir sehen uns dann am Sonntag zu einem neuen Video wieder. Bis bald. Tschüss.